Herzlich willkommen hier bei uns. Freue mich, dass Sie. Nehmen Sie doch Platz. Also Dankeschön. Ich sitze hier so präsig und unhöflich. Nehmen Sie auch Platz. Frau Bischof, erzählen Sie doch einmal, wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Unter welchen Umständen war das für Sie von Anfang an ein glücklicher Moment? Oder wie haben Sie das Ganze, als Sie damals gekommen sind, so in Erinnerung? Ja, ich bin nach Deutschland 28. Mai 1988 in Friedland gelandet, gekommen. Eigentlich, ich bin in einer deutschen Familie aufgewachsen, eine deutsche Familie in Russland. Und ich wusste seit meiner Geburt an, dass irgendwann wir in Deutschland landen, weil meine Eltern Ukrainer-Deutsche sind, Odessa-Deutsche, und sie waren wegen des Krieges auch hier in Deutschland. Und dann sind sie wieder den Russen ausgeliefert geworden und sind in Ural gelandet, wo ich auch geboren bin. Und wie gesagt, seit Geburt an wurde immer zu Hause gesagt, wir sind Deutsche und früher oder später landen wir in Deutschland. Und das hat 40 Jahre gedauert seit meiner Geburt, bis ich nach Deutschland gekommen bin. Wir haben die Einreisemöglichkeit gehabt. Deutschland war bereit aufzunehmen, aber die Sowjetunion hat uns damals nicht rausgelassen. Und wie gesagt, ich bin 88 nach Deutschland gekommen. Ich muss einfach sagen, bis heute habe ich in Deutschland nur liebe und nette Leute getroffen, die mir mein ganzes Leben geholfen haben. Und ich habe nie bereut, dass ich hierher gekommen bin. Ich habe zwei Kinder, ich habe zwei Enkelkinder, die haben sich auch alle eingelebt. Alle haben Arbeit, die Kinder lernen, studieren und wie gesagt, ich habe es noch keinmal daran gedacht, dass ich irgendwo sogar hergekommen bin. Ich habe so ein Gefühl, dass ich schon immer hier war, dass ich auch hier geboren bin und die Jahre vor Deutschland sind irgendwo sogar so ein bisschen in den Gedanken verschwunden und man denkt einfach nicht daran. Ich wohne in Barsinghausen. Barsinghausen ist die schönste Stadt in Deutschland und das ist meine Heimat. Wie alt waren Sie, als Sie zu uns gekommen sind? Ich war 39,5. 39,5 waren Sie? Ja. Aber ich meine, da hat man doch, jetzt sage ich mal so, da hat man doch, also 39 Jahre, das, da muss ich einfach nachfragen, so sehr ich mich freue, dass Sie sich bei uns so wohlfühlen, da hat man doch noch eigentlich Erinnerungen. 39,5 Jahre ist ja wirklich, das sind 4 Jahrzehnte. Also. Ja gut, selbstverständlich, man hat Erinnerungen. Man hat auch da gute Zeiten gehabt, man war jung, man hat sich verliebt, man hat die Kinder gekriegt, man ist zur Schule gegangen, man hat studiert, 2 Studium habe ich. Ich gearbeitet, man hat nette Kollegen gehabt, aber man hat trotzdem nicht das Gefühl gehabt, dass man zu Hause ist. Was hat gefehlt an diesem Zuhausegefühl dort und was haben Sie dann hier als Zuhausegefühl gewonnen? Eigentlich muss ich dazu sagen, dass meine ganze Verwandtschaft, ich bin die Letzte gekommen, die waren alle schon in Deutschland. Und das hat mir sehr gefehlt. Und ja gut, okay, muss ich schon sagen, mir hat einfach das gefehlt, dass ich in dem Moment, wo ich da losgefahren bin, bei uns waren schon kaum Deutsche. Und ich sage einfach so, je älter man wird, desto mehr fühlt man sich so gebunden zu dem, wo man dazu gehört. Und das hat eben gefehlt. Was machen Sie jetzt als Vorsitzende der Landsgruppe Niedersachsen, der Landsmannschaft der Deutschen hier aus Russland? Werden da doch auch noch alte Sitten und Gebräuche aus der alten Heimat doch hier noch wiederbelebt oder wie habe ich mir das vorzustellen? Eigentlich ist das eine sehr gute Frage. Ich sage immer so, wir Deutsche aus Russland, wir sind Deutsche, aber wir sind ein bisschen andere Deutsche als die hiesige Deutsche. Wir sind reicher als die hiesige Deutsche. Warum? Wir sind in der Sowjetunion gewesen. In der Sowjetunion damals gab es mehrere Republiken, die verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen haben, verschiedene Sitten und Gebräuche. Wir sind durch die Sowjetunion gewandert. Ich bin in Ural geboren. Dann sind wir Nordkasachstan gezogen, Südkasachstan gezogen, Kirgisien, Lettland und dann erstmal nach Deutschland. Und so ist fast jedem von uns gegangen. Und in der Zeit hat man überall, was man schön gefunden hat, ob das Lieder waren, Tanzen waren oder irgendein Essen, Kochen und so, hat man immer das Schönste alles mitgebracht. Und wir haben es alle mitgebracht. Wir sind sehr viel heute, 4 Millionen in Deutschland und hier in Niedersachsen auch sehr viel. Man kann uns nicht mal zählen, weil wir nicht als Extragruppe aufgeführt werden.
Und wir bringen das euch alles hierher und bemühen uns, euch alles das zu zeigen. Wir haben zum Beispiel heute hier auf der Bühne den Chor gehabt aus Hannover, der verschiedene Lieder gesungen hat. Sie singen Deutsch, sie singen zwar auch alte deutsche Lieder, die die hiesige Deutsche auch nicht mehr kennen, die haben sie vergessen. Und unser Russlandsdeutsche haben sie damals, vor 250 Jahren, wo sie nach Russland gegangen sind, mitgenommen. Und wir haben sie gesungen die ganze Jahre, unsere Vorfahren, Eltern, Oma, Opas haben sie gesungen, um das Deutschtum zu behalten. Und wir haben sie gelernt und wir singen sie hier heute. Und wenn so ein alter Oma kommt, die bleibt immer stehen und sagt, woher kennen Sie dann das Lied? Ja, wir kennen das von zu Hause. Und das ist ein Beweis, dass wir immer Deutsche waren und nie uns zu einer anderen Bevölkerung bekennt gegeben haben. Uns würden viele Vorwürfe gemacht, dass wir vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen. Und daraufhin sage ich immer, heute ist schon ein bisschen anders geworden. Heute hört man deutsche Lieder und so, aber wo ich 88 gekommen bin, hat man 70-80% englische Lieder gehört und so, die Jugend hat Englisch gesprochen und so. Ich kann mich ganz gut an meinen Sprachlehrer erinnern, der immer gesagt hat, ja, ihr seid keine Deutsche, ihr könnt kein Deutsch. Und da habe ich zu ihm mal gesagt, wissen Sie was, nach dem Krieg ist wenig Zeit vergangen und Sie sprechen 70-80% Englisch, sprechen englische Wörter in eurer Sprache, singen englische Lieder. Und wir sind 250 Jahre irgendwo weggegangen gewesen und haben nie Verbindung mit Deutschland gehabt. Und darum muss jeder uns verzeihen, dass wir nicht mehr so gut Deutsch sprechen. Aber wir geben uns Mühe. So, dass wir eben nicht so gut Deutsch sprechen, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber können wir auch von Ihnen, weil Sie eben sagten, also, naja, Sie sind hier mit uns zusammen, die also immer in Deutschland gelebt haben, auch wenn Sie sich als Deutsche immer gefühlt haben. Können wir was von Ihnen sonst auch noch lernen? Ich habe so den Eindruck, auch so ein bisschen ja, so Lebenslust und Lebensart und ein bisschen ja, auch ja, Frohsinn ja. Und ja, Entspanntheit. Ich denke mal, erstmal könnte unser Temperament lernen, wenn wir, unser Temperament, den wir mitgebracht haben. Wir sind lustig, wir können lustige Lieder singen, wir können auch traurig sein. Aber die Familienzusammenhalt, könnte auch von uns lernen, wenn ich so manchmal die deutsche Familien, die hiesige jetzt Familien angucke. Ich verstehe schon, dass das mit der Entwicklung des Landes verbunden ist. Wir sind wahrscheinlich noch nicht so weit entwickelt. Wir halten noch mehr zusammen. Und wenn wir so zusammen auch selber, wir Russlanddeutsche kommen, wir sind zum Beispiel auf unserer Landesgruppe, wir sind wie eine große Familie. Wir kennen alles einer von dem anderen. Wir feiern zusammen, wir kommen zusammen, wir tanzen zusammen. Wir haben jetzt auch am 18. Oktober ein wunderschönes Fest in Schladen, wir sagen Kulturfestival, wo wir tanzen werden, singen werden, erzählen werden. Machen da die jungen Leute auch mit? Ich meine, das ist auch so, dass hier auch viele Gruppen in Deutschland es gibt, die sagen, na, wir machen auch gerne etwas in der guten alten Tradition, aber die jungen Leute, die muss man irgendwie so ein bisschen dazu überreden, bequatschen, ja, teilweise auch ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Wir haben das auch. Wir haben jetzt zum Beispiel hier in Hannover, der Chor gerade, der heute gesungen hat zum Beispiel, da kommen die Omas singen, die bringen dann ihre Enkelkinder mit, weil sie nicht hatten, wo sie lassen können. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dann machen wir einen Kinderchor. Und wir haben jetzt einen schönen, wunderschönen Kinderchor, der singt und wir wissen, dass das unser Nachwuchs ist, die gehen nicht mehr weg von uns, weil es ihnen Spaß macht. Sie wollen auch, ich habe ja so ein bisschen geschnüffelt auf Ihrer Homepage auch, Sie wollen auch Brücken bauen. Ne? Also das heißt, das ist, der Begriff Brücke ist ein zentraler Begriff. Was ist das für eine Brücke? Wir sind doch in Russland aufgewachsen. Die meisten sind schon hier als erwachsene Leute rübergekommen. Wir kennen die sittenden Gebräuche da, wir kennen sie hier. Für uns eigentlich ist russische Sprache auch wie Muttersprache. Wir haben sie nicht erlernt, wir haben sie von Kindheit gekannt. Und hier haben wir auch das Deutsche dazugelernt, obwohl ich Schwäbisch von zu Hause auch gesprochen habe, sage ich jetzt mal auch. Ich bin zweisprachig so aufgewachsen, wenn man das so nimmt. Und ich sage immer, wir sind vielleicht die beste Gruppe, die für die Brücke geeignet ist. Wir haben zum Beispiel Partnerschaft das Land Niedersachsen mit dem Gebiet Tümen. Voriges Jahr, jetzt 2012, war es 20 Jahre, wo die Partnerschaft bestanden ist. Und uns wurde das zugetraut, eine Gruppe aus Tümen mit 50 Personen einzuladen. Und wir haben eine wunderschöne Woche mit denen hier verbracht. Wir haben ihnen ganz Niedersachsen gezeigt. Wir waren in vielen Ecken. Wir waren in Wolfsburg, wir waren in Hannover, wir waren in Jever. Und dann haben wir auch ein Kulturfestival gehabt.
Das heißt, wir haben den Leuten, die von da gekommen sind, vielleicht die Möglichkeit nicht gehabt hätten, obwohl sie Deutsche sind. Da gibt es viele deutsche Häuser und so. Die Leute haben Sehnsucht nach Deutschland, aber warum auch immer durften sie oder können sie nicht nach Deutschland kommen. Und wir haben uns Mühe gegeben, denen einen Einblick gegeben, hier, wie die Deutschen hier leben, dass sie die Verbindung nicht verlieren. Und das haben wir auch voriges Jahr mit PEM gemacht, war 5 Jahre Jubiläum, haben wir mit PEM gemacht gehabt. Und ich denke mal, das war eine gute Entscheidung vom Land, von der Landesregierung, dass sie sich entschlossen haben, uns das überlassen, das durchzuführen. Vielen Dank dafür. Liebe geht durch den Magen, sagt man. Völkerverständigung geht auch durch den Magen. Wenn Sie Ihre Lieblingsspeisen aufzählen sollten, ich sag mal die liebsten drei, was ist daran ja, deutsche Küche, was ist eventuell russische Küche oder vielleicht ist es ja auch ein bisschen so, ja, ein bisschen von dem und ein bisschen von dem. Strudel ist deutsch. Mögen Sie gerne? Mag ich gerne, hat meine Oma immer gekocht, mache ich heute noch gerne. Pelmeni ist natürlich richtig russisch und Lagman ist mittelasiatisch. Naja, also, das heißt international. International. Sie sind gekommen, wenn ich das richtig erinnere, 1988 haben Sie gerade 88. Gesagt. Das war ein Jahr vor dem Tag, der heute eben halt auch unser Thema ist, nämlich also ja, Mauerfall. Wie haben Sie das damals erlebt? Schon so richtig als Deutsche, die hier lebt, oder doch mehr so als Außenstehende, die so über den Teller anschaut? Nein, ich habe das schon als Deutsche erlebt. Und zwar, ich habe gerade die Möglichkeit gehabt, ich habe eine Freundin gehabt, die vor mir so 5 Jahre früher weggefahren ist, aber in der ehemaligen DDR damals, die war in Dresden. Und gerade jetzt in der Zeit hat sie geheiratet und ich war zur Hochzeit eingeladen und ich bin reingefahren. Nach DDR musste ich noch meinen Reisepass haben und so und zurück bin ich einfach durchgefahren. Und da hat man vielleicht das erste Mal im Leben so richtig bewusst einem geworden, wie man über die Grenze durchfahren kann, wenn keine Grenze da sind. Das war eigentlich sehr beeindruckend, weil ich 76 hier im Urlaub war. Und damals bin ich mit dem Zug aus Moskau gefahren und damals ist man über Berlin durchgefahren. Und ich bin die ganze Zeit sowieso nur vom Fenster gestanden. Ich habe fast 20 Jahre meine Familie nicht gesehen und bin die ganze Zeit wach gewesen und rausgeguckt. Und dann ist man so über Berlin so durchgefahren und da hat man den Unterschied gesehen, dunkel und hell. Und da wusste man schon, dass das ein Deutschland ist und da ist das andere Deutschland. Und dann auf einmal war es nicht mehr da, war ein Deutschland. Und ich denke mal, das ist auch eine sehr gute Sache. Ein Volk gehört immer zusammen. 25 Jahre Einheit, 26 Jahre sind Sie bei uns. Ich habe Ihnen wirklich mit großer Neugierde gelauscht und auch mit großem Interesse und so ein bisschen so als Lehrmeisterin, die so ein bisschen auch immer noch von außen auf unser Land guckt. Was können wir Deutschen nicht, von dem Sie sich wünschen, dass wir das mal lernen? Vielleicht gibt es ja so etwas, wo Sie sagen, Mensch, da guckt mal, dass ihr da euch vielleicht ein bisschen verändert. Eigentlich nein. Habe ich kein Gefühl, dass die hiesige Deutsche oder jetzt die Deutschen, die hier wohnen, sich noch in etwas anlernen müssen. Ich denke mal, die hiesige Deutsche ist ein ganz tolerantes Volk. Wenn ich so Deutschland anschaue, wenn man so durch die Straße geht, bei uns sind, ich weiß nicht wie viele Nationalitäten, ich war neulich in einer Schule in Saalkampf und da hat man gesagt, dass da Kinder aus 36 Ländern sind und keiner hat Angst auf die Straße zu gehen, weil er vielleicht eine andere Farbe hat oder anders spricht oder so, was eigentlich, wenn wir jetzt in der Welt so rumgucken, fast überall ein Problem, in vielen Ländern ein Problem ist. Und darum, gut, okay, ich sage einfach so, es gibt Schlechte und Gute überall und man sollte einfach nicht über eine ganze Gruppe Leute sprechen, wenn einer dabei ist, der vielleicht nicht sich richtig verhält oder nicht das macht, was er machen darf oder soll.